Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir uns die Zukunft von Fortnite anschauen. Warum sage ich oder schreibe ich explizit die Zukunft von Fortnite und nicht von Fortnite Kreativmodus oder sowas? Weil ich mittlerweile der Meinung bin, wenn man sich anschaut, was die Unreal Engine alles kann und was man dann in Zukunft auch mit Fortnite machen kann, beziehungsweise mit dem Creative-Modus, glaube ich, dass der an Bedeutung ganz, ganz stark gewinnen wird, weil man so viel machen kann und so viel individualisieren kann, wenn ich es richtig einschätze, dass der einfach wirklich extrem an Bedeutung gewinnen wird in Zukunft und sicher sehr nahe an das Battle Royale rankommen wird. Es wird wahrscheinlich das nicht ersetzen können, Competitive Battle Royale, das wird trotzdem der größere Bereich bleiben, aber Creative wird, denke ich, viel, viel größer. Kommt drauf an und wird spannend, was Epic bzw. Fortnite da draus macht. Und wir schauen es heute blind an. Man kann ein bisschen in die Unreal Engine reinschauen, das ist früher auch schon gegangen und sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber ich glaube, die meisten von euch da draußen und auch ich selber habe mich damit noch gar nicht befasst. Es gibt auf YouTube genug Tutorials und alles. Wir stürzen uns heute aber blind rein. Was heißt blind? Ich lade das einfach runter, das Zeug, hüpf rein und probiere aus. Ich habe mir gar nichts dazu angeschaut, kein einziges Tutorial, ich kenne mich Nudelsalat aus. Trotzdem werden wir das einfach so machen, blind schauen, was wird das vielleicht bringen, wie schaut das aus, und dazu hüpfen wir jetzt ins Video. Dazu starten wir am besten im Epic Games Launcher. Ihr klickt links auf Unreal Engine, dann kommt oben ein Fenster, da klickt ihr auf Bibliothek. Dann müsst ihr rechts oben, wo bei mir steht, nicht installiert, da drauf drücken, das habe ich schon gemacht. Dann erscheint dieses Fenster, dann könnt ihr da auf Installieren klicken. Wählt einen Pfad aus, haut es euch irgendwo hin, wohin ihr auch wollt, klickt auf Installieren. Dann habt ihr einen kurzen Blackscreen, das ist kein Fehler, der kommt wirklich so. Und dann steht links oben, bitte warten, und das ganze Zeug wird in unglaublich rasanter Geschwindigkeit installiert und in nahezu Lichtgeschwindigkeiten nähern wir uns der Unreal Engine. Und während wir warten, Leute, schauen wir da auf den Marketplace, da kann man da mal irgendwelche Prefabs oder sowas kaufen. Einiges gibt es da gratis, zu gratis sagen wir nie nein, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Nicht vergessen im Shop immer Creator-Code PRUDITZ, denn 5% von 0 Euro, 0 Dollar sind 0. Das heißt, wenn ihr euch da was gönnt, um 0 Dollar kriege ich gar nichts. Auch gut, nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und vielleicht kann man das ja später noch brauchen, werden wir sehen, ob wir damit überhaupt irgendwas anfangen können. So Leute, dann würde ich sagen, das ganze Zeug ist fertig. Gehen wir es mal an, schauen wir mal rein. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das ausschaut, was da eigentlich so wirklich passieren wird. Und ja, checken wir das einfach mal. So, dann dürfte das der Startbildschirm sein. Man kann da verschiedene Sachen auswählen. Was wir auf jeden Fall mal nehmen, ist natürlich Games. Dann gehen wir da auf Next. Da kann man scheinbar auswählen, Blank dürfte ein komplett leeres Feld halt sein. Dann haben wir da schon so eine Art ein paar Prefabs, man kann scheinbar First-Person-Shooter machen, irgendwelche Flugsachen, Puzzle-Spiele, Third-Person und so weiter. Wir nehmen natürlich Third-Person, damit wir Fortnite da relativ ähnlich kommen oder nahe kommen. Dann gehen wir auf Next, Choose where to create a blueprint. Desktop-Console, da kann man dann irgendwie wahrscheinlich auswählen, worauf man gerade baut, und wurscht. So, wir sind da im Editor. Wie wir sehen, ist das Ganze um einiges schon mal aufwendiger und komplizierter. Manage Plugins, nein, das lassen wir einfach mal. So, wenn wir die Maustaste drücken, kann man da ein bisschen herumfliegen. Mit rechter Maustaste, okay, kann ich rauf, runter schauen. Linke Maustaste, kann ich da herumfliegen. Man kann sogar wirklich mit dem Joystick, so wie es ausschaut, da was machen. Ich habe den Joystick angesteckt, aber will ich jetzt nicht unbedingt. Wir probieren mal WASD, was passiert? Gar nichts, okay, mit der Steuerung funktioniert nichts. Scrollen ist reinzoomen, auch ganz easy. Schaut nicht so schlecht aus einmal. Was haben wir da alles? Lights, Point Light, ist jetzt natürlich eine Frage, womit beginnen wir? Geometry ist vielleicht nicht so schlecht. Eine Box, Drag and Drop, okay, erklärt sich auch von selbst. Wir können da diesen Punkt anfassen, dann können wir die ganze Box scheinbar nehmen. Fahren da mal ein bisschen hin. Wenn wir die Koordinaten nehmen, da rot, nein, die Koordinate erwische ich nicht, muss ich da vielleicht Shift oder irgendwas drücken oder Alt, nein. So, schauen wir da ein bisschen herum. Wie gesagt, Leute, es ist Learning by Doing, ihr seid live dabei. Ich kriege die Koordinaten nicht. Ich hätte mir gedacht, dass das da ein bisschen einfacher ist. Select and Rotate, probieren wir mal da, wenn wir das nehmen. Okay, so kann man das Ganze dann da herumdrehen. Da herumdrehen, da herumdrehen. Ist schon mal nicht schlecht, sehr cool, genau. Sowas wollte ich nämlich auf der Map schon immer haben. Wir schauen uns mal die Sphere an. Wir probieren einfach mal ein bisschen herum.
die kann man auch damit, also rechts oben sind scheinbar dann die Tools zum irgendwie drehen, Select and Scale, okay, da dürfte man jetzt da vergrößern, verkleinern können oder halt transformieren können, soweit ich das sehe. Okay, ja, das war auch das, was ich da eigentlich wollte. Jetzt kann man die Koordinaten greifen, ich verstehe. Das heißt, da rechts oben haben wir dann unser System dafür, das Ganze. Open Editor Surface Snapping. Also okay, das ist, glaube ich, dass der Snapping bedeutet immer irgendwie einrasten, wenn ich jetzt nicht ganz Banane bin. Wall 7a, da drin kann man auswählen, welche Objekte man platziert hat. Falls man irgendwie was sucht, Lighting, da haben wir irgendwie Lichtquellen, scheinbar da ist eine Lichtquelle. Okay, ich tue mir noch ein bisschen schwer, die ganzen Sachen zu verschieben. Um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt da dieses Lichtdings habe, da kommt scheinbar Licht rein. Und komischerweise, ich kann jetzt da nicht ganz, was ist Paint? Wir probieren einfach mal wild durch, Leute. Mit Paint macht er bei mir auch gar nichts. Absolut lost, aber so soll es sein. Oha, okay, Fill, das heißt, jetzt checke ich es, glaube ich, zumindest, nein, doch nicht. Paint Color, Erase Color, Visualizations. Sobald ich es anklicke und zum Beispiel jetzt auf Fill gehe, macht er das rosa, aber scheinbar nur in der Auswahl. Vielleicht ist das so eine Ansicht zum Anschauen. Spannend auf jeden Fall, mehr oder weniger. Ich kenne mich jetzt auf jeden Fall schon nicht aus. Wie kann ich Sachen aufheben? Element Textures, kann man da vielleicht Texturen auswählen? Nein, da gibt es nichts. Oh ja, da. Wood. Oh, okay. Meine Nase juckt. Da haben wir schon mal was gefunden. Das heißt, Elemente anklicken. Und hier haben wir Materials. Da können wir verschiedene Materialien aussuchen. Da haben wir jetzt da verschiedene Holzsorten. Was haben wir da noch alles? Female Body, was auch immer das bedeutet. Was haben wir dann noch alles? Water. Interessant, interessant. Ah, okay, da ist sogar ist eben so eine kleine Wasseranimation drauf. Dann nehmen wir dieses Element da zum Beispiel. Water Lake haben wir schon gehabt. Sieht auch ganz cool aus. Mit so Leuchteffekt. Was haben wir da noch? Static Template for Table Round. Ah, jetzt haben wir dann Tisch. Aber und jetzt funktioniert dieser Stift auch zum Anmalen. Ich weiß nicht, warum das bei den anderen. Jetzt funktioniert es auch bei den anderen. Okay, ich verstehe. Jetzt verstehe ich, Leute. Man muss zuerst, glaube ich, irgendeine Textur auswählen, dass man dann irgendwie. Nein, er malt einfach nur auf diesen ausgewählten Sachen dann. Ich verstehe es noch immer nicht. Egal. Select. So, wir nehmen unseren Tisch. Wie bewege ich jetzt aber den Tisch? Wahrscheinlich mit. Einen Tisch kann ich nicht. Select and Translate Object. Ich habe ja den Würfel vorher auch so schön transformiert. Irgendwie bin ich da rausgekommen, dass ich da nicht mehr zurückkomme. Ob ich das irgendwie wieder rausfinde. Mode, Select, alles klar. Okay, Leute, absolut lost. Bei den Modes könnt ihr da oben dann auswählen, halt natürlich, was ihr irgendwie, glaube ich, bearbeiten wollt. Da könnt ihr den Landscape bearbeiten. Was auch immer, und Select ist dann natürlich die Auswahl. Jetzt kann ich meine Sachen da auch, glaube ich, wieder greifen, vergrößern, und wenn ich da aufs Transformationsfenster gehe, okay. Ganz klar, also Leute, wie gesagt, ich bin jetzt auch zum allerersten Mal da drinnen. So ist das einfach, wenn man sich einfach nicht vorbereitet und nicht auskennt, aber ich wollte es mal von null anschauen, damit ihr auch seht, wie das dann bei euch wahrscheinlich sein wird, weil ich glaube, wenn ihr euch auch nicht auskennt, dass es euch nicht wirklich anders gehen wird. Man muss einfach mal probieren, wir schauen mal da Static Mesh, was wir dann noch alles haben, da haben wir zum Beispiel einen Felsen. Den können wir da mal irgendwie platzieren. Wie gesagt, Select, da werden wir jetzt ein bisschen transformieren können. Da haben wir dieses Rotate-Dings, damit kann man rotieren. Und damit kann man platzieren. Wenn wir den blauen Arm nehmen, geht er nur nach oben und nach unten, beim grünen Arm nach hinten und nach vorne, beim roten Arm nach links und nach rechts, das sind eben diese X, Y, Z Koordinaten und Achsen. Dann unsere Spielfigur, Third Person Charakter, okay, so schaut das dann das Ganze dann aus. Ja, non, da war das Material, schauen wir, was da noch alles gibt. M-Door. Aber auch nur eine Seite markiert.
Interessant, interessant. Auf jeden Fall seht ihr, dass das echt ziemlich umfangreich ist, das Ganze. Wir werden etwas anderes wählen, zum Beispiel Cobblestone. Und er markiert jetzt auch, man kann auch scheinbar wirklich halt immer eine Seite auch irgendwie markieren. Ich finde die Steuerung dann noch ein bisschen tricky. Aber das Ganze schaut schon relativ sauber auf jeden Fall aus, wie wir also sehen, ist das, schaut das nicht mal relativ flach aus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Man darf da gespannt sein, wie es halt in Fortnite ausschaut. Da Audio Volume, wir haben da auch noch sehr viele Sachen. Tracken wir das mal daher. Da dürfte irgendein Audio Volume dann sein. Da würde man vielleicht eigene Sachen sogar einladen können, eigene Audio Files. Das Ganze kann man dann da herumgeben. Da gibt es noch sehr, sehr viele Sachen, was Physik und sowas angeht. All Classes, Animation. Na, ist schon sehr umfangreich auf jeden Fall. Die Frage ist, wie kann man das... Oh, Play. Leute, jetzt können wir uns das... Sehr gut. Erste Map, würde ich sagen, voller Erfolg. Aber muss ich erst einen Boden bauen? Da muss doch ein Boden sein, oder? Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Gut, wir werden einen Würfel da hinnehmen. Wir wissen schon mittlerweile, das ist transformieren. Machen wir das mal so. Und Höhe ist wurscht. Höhe können wir flach machen. Jetzt habe ich das falsche Ding erwischt. Ich will den roten. Ja, das ist noch alles für mich zumindest sehr gewöhnungsbedürftig. Wieso erwische ich den roten nicht? Das nervt mich. Leute, keine Ahnung, jetzt bin ich langsam ein bisschen frustriert. So, jetzt habe ich den roten auch. So, grün machen wir noch ein bisschen weiter darüber. Jetzt wissen wir schon mittlerweile, Textur kann man da auswählen. Da werden wir jetzt auch Cobblestone nehmen. Und schau mal, ob ich jetzt am Boden lande. Jetzt funktioniert es. Wir landen am Boden. Genau so groß sollten Cobblestones sein. Das kennt jeder von irgendwelchen Straßen. Der Fels. Okay, warum hat der keine Hitbox? Muss man das auch alles einstellen? Der hat eine Hitbox. Der auch. Warum hat der Fels keine Hitbox? Der Felsen hat da keine Hitbox. Mehr als seltsam. So. Können wir da irgendwo herumhüpfen? Nein, da mal stiegen zum Rauflaufen. Da können wir mal drüber gehen, raufjumpen. Sehr gut, wir haben noch keine Waffe und gar nichts. Egal. Das soll uns aber mal für den ersten Eindruck reichen. Ich will nicht, dass das Video zu lange wird. Einfach mal, um zu sehen, wie das Ganze, wie die Oberfläche ausschaut, wie die Funktionen sind, wie das Ganze prinzipiell dann funktionieren wird und ausschauen könnte. Was ist jetzt meine Meinung dazu, Leute? Ich finde es prinzipiell eigentlich ganz cool. Ihr habt es gesehen, ich kenne mich selber nicht wirklich gut aus, damit eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das jetzt, wie gesagt, blind angefangen, einfach mal herumprobiert. Könnt ihr ja auch machen, kostet nichts. Und ich finde es ganz witzig und interessant. Ist halt vor allem was Neues, aber es ist einfach was ganz was anderes, weil es einfach viel weniger damit zu tun hat, eigentlich so in Fortnite, in Creative zu bauen. Hat auch was Spielerisches. Ich finde, das ist irgendwie wie Zocken oder wie Spielen an sich selbst. Das hat einfach viel mehr wirklich so einen Arbeitscharakter ein bisschen und schon halt einfach von, weniger Spielspaß eigentlich jetzt so ein bisschen. Vielleicht muss man auch wirklich erst reinkommen. Ihr habt die ganzen Funktionen gesehen. Es ist irrsinnig umfangreich. Ich verstehe halt die meisten Funktionen auch noch gar nicht. Es ist alles auf Englisch. Ich bin gespannt, ob das auch auf Deutsch rauskommen wird. Würde natürlich einiges einfacher machen. Bin ich zwar ein bisschen skeptisch, ob die nämlich wirklich den ganzen Editor umschreiben dafür und auf Deutsch übersetzen oder vielleicht gibt es es auch sogar schon auf Deutsch, ich habe keine Ahnung. Language sehe ich da jetzt nicht. Werden wir alles noch sehen. Leute, auf jeden Fall, so wird circa Creative 2.0 ausschauen und funktionieren. Interessant wird auf jeden Fall, gut, man hat jetzt irgendwie Handy auswählen können und Controller, aber ich frage mich, wie man das am Handy oder auf dem Controller steuern will oder mit dem Controller. Dazu braucht man einfach eindeutig meiner Meinung nach Maus und Tastatur. Und ja, ich würde euch empfehlen, ladet es euch runter, schaut es euch ein bisschen an, wenn es euch interessiert, wenn es euch Spaß macht. Und das war's auch schon mit dem Video. Wie ihr seht, diesmal eine extrem fette Map gezaubert wieder. Wenn euch das gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann und ciao. So Leute, ich melde mich doch nochmal. Irgendwie hat das Ganze mein Ehrgeiz geweckt. Jetzt habe ich nochmal eine Stunde, eineinhalb investiert. Habe ein paar Sachen ein bisschen genauer angeschaut. Trotzdem ohne Tutorials. Ich habe alles selber probiert einfach.
und durch Try and Error versucht herauszufinden, was los ist und wie das Ganze ein bisschen besser ausschauen kann. Und das werde ich ja noch kurz zeigen, schnell. Und zwar habe ich jetzt doch noch einiges hinkriegt. Ich habe mit Texturen gespielt, da unten habe ich so den Text editieren können. Use Creator Code Prudence natürlich. Dann haben wir da so einen Busch noch erstellt und da einen kleinen Brunnen auch mit den Texturen oder Wasserbecken, was auch immer. Da ein kleines Pflanzenbecken oder sowas. Pflanzenkasten mit Grastextur, Büsche drauf platziert. Dann habe ich da noch so eine Bank gefunden, die auch keine Hitbox hat, ich weiß nicht warum. Da habe ich so ein paar Betonblöcke hingelegt. Und dann haben wir noch, wenn wir da rauf schauen, jetzt auch mit Texturen ein bisschen gespielt, dann eine Treppe hinzugefügt, ein bisschen was. Und diese so eine Glaskugel da oben, die einfach nur cool ausschaut. Auf jeden Fall schaut das Ganze schon jetzt, da finde ich mal, um einiges besser aus. Ich finde die Effekte, Licht habe ich auch hinzugefügt, genau. Man hört auch einen Wind jetzt da vielleicht. Ich habe so einen kleinen Soundeffekt hinzugefügt, wenn man da sieht, diese Box, das ist ein Windgeräusch. Und da sieht man diese ganzen Lichteffekte jetzt auch. Und so schaut das Ganze da jetzt da aus. Ich bin auch mit der Steuerung mittlerweile ein bisschen besser dabei mit dem Ganzen. Finde es noch immer ein bisschen tricky und ungewohnt. Ich habe auch Figuren gefunden zum Adden, also zum Hinzufügen, aber irgendwie fliegen die bei mir in der Luft. Das habe ich noch nicht hinkriegt, dass die irgendwie cool herumstehen. Und ja, Leute, also ihr seht, man kommt nicht so unschlecht rein, sage ich jetzt einmal, wenn man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, das Ganze lebt einfach wirklich davon, wenn es da mehr Gegenstände und sowas gibt. Ich habe da jetzt da nicht wirklich viel gefunden, außer diese Sachen, die ich da gerade verwendet habe. Wenn Fortnite das rausbringt, wird es hoffentlich diese ganzen Prefabs, die es jetzt auch im Creative Mode gibt, oder die ganzen Props auch da geben. Das heißt, man kann viel mehr Wände aussuchen, Türen, Fenster, die ganzen Gegenstände und alles wird man hoffentlich auch da dann einfach platzieren können. Das wäre dann wirklich cool. Ich habe da jetzt noch nicht so viel gefunden. Wahrscheinlich muss man da am Marketplace mehr kaufen, oder ich werde mir vielleicht noch Tutorials reinziehen und versuchen für euch was herauszufinden, wie das Ganze noch cooler sein kann. Und vielleicht werden wir dann noch mal was Cooles bauen, vielleicht auch in einem Livestream, dass ich mich noch mehr damit auseinandersetze und werde euch dann im Livestream oder in einem anderen Video einfach mal zeigen, was man dann noch mehr rausholen kann. So viel jetzt dazu, Leute. Ihr seht, 1,5 Stunden mehr investieren und das Ganze schaut schon mal um einiges cooler aus. Man kann zwar noch immer nichts damit anfangen, ich habe keine Waffen und nichts gefunden, aber ja, mal schauen, wozu das Ganze noch führt. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Dankeschön, bis dann und ciao.